Willkommen zu einer neuen Folge. Oh Gott, ich hab's fast vergessen. Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Dönerbude. Wie kann ich das vergessen? Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Günther, der YouTuber Story. Wir haben in der letzten Folge einen letzten großen Kampf gegen Hansa gewonnen, indem er irgendwie lauter Formen von mir genutzt hat. Warte. Ah. Und sind dann hier in der Spitze in noch einem anderen Story-Abschnitt gelandet. Mit dem einzig echten Schmünter. Er ist es einfach. Ach Gott, alter Schmünter ist fett am Start. Wir hatten hier sehr viele verwirrende Dinge. Wir hatten unter anderem schon eine SpongeBob-Anstellung mit mir und Olaf. Wir haben unser tolles Pokémon Windkuren dabei. Und ja. Ihr wollt nicht interagieren? Oh, hi. Lass dich hier nicht durch. Zeig mir, wie gut du bist. Okay. Steve, spielst du Minecraft oder was? Aerodactyl. Jetzt wäre es natürlich noch toller, wenn das Ding hätte Siedewasser lernen können, aber warum glaube ich, dass mein Levelunterschied das auch so carryt? Schön, vielleicht bist du jetzt schneller. Okay, das ist eklig. Komm, tritt den Kurm! Tritt! Ehre! Mein Windkurm ist das beste aller Pokémon. Level 11. Sorry. Ja. Hat mein Bestes gegeben, Mist. Wo ist er hin? Er ist tot. Okay, danke, Random. Bitte, endlich jemand, der sich bedankt. Aber pass auf, wenn du verlierst, passiert das auch mit dir. Woran kann ich erkennen, dass ich... Niemand mehr da. Egal, ich muss weiter. Okay! Das kann nicht sein. Vertania City. Muss ich jetzt echt eine Pokémon-Arena machen? Warum öffnet sich gerade so ein Programm nebenbei? Unser Infolehrer hat die Aufgaben online gestellt, die er vor 3 Tagen online stellen wollte. Okay, da hat er dann auch mehr Zeit gegeben. Sieht euch nicht nie wunderbar, man kann nichts. Hier gibt's nichts Neues, oder? Ja, hier hat noch niemand Milch erfunden. Mist, bring nächstes Mal die Zeitung mit. Brauche ich nicht. Oder? Warte. Brauche ich doch, oder? Nee, brauche ich nicht. Ich habe selber keine Ahnung. Wie hast du ein Pokécom? Ah, alles klar. Ich glaube, dass sie keine Musik spielt, ist auch eher weniger ge... Ich habe gerade Anruf von der Sonic von Redford begonnen. Ich hatte nur einen Anruf. Was? Ich glaube, das ist ein Insider, den ich nicht... Oh, warum verkauft ihr alle nur Deckgedöns? Aber okay, ich nehme mal ein paar mit. Ich habe, glaube ich... Obwohl, doch, Bären habe ich 17, stand da. Jawohl. Dann haben wir dieses Haus... Aus dem Pokémon. Ja. Darfst du das Schiff nicht betreten? Ja, ist ja nicht so, als könnte sein Schiff sinken. What the hell? Mich verwirrt alles, das hier geschieht. Hier drin sind die Überreste von Empty City. Das sollte wohl ursprünglich eine Stadt werden, die aber zu Spielabstürzen geführt hat. Was hätte noch ins Fragezeichen reingekommen? Die niemals vergessene Stadt vergisst man nicht. War das... Kenny! Hahaha, ich hab doch gesagt, du wirst mich nie los. Mach dich auf die Niederlage deines Lebens gefasst. Das Schild. Wenn du kein Niemand bist, hat niemand von dir etwas zu suchen.
Okay. Dann würde ich gern das Poké-Center sehen. Ja, okay, hier gibt's eigentlich nichts. Vielleicht ist im Pokémarkt noch ein NPC, deswegen. Ja, so viel dazu. Okay. Gut zu wissen, so ein bisschen Side-Facts. Die Stadt ist offenbar nicht so klein, aber da oben ist dann auch die Arena. Rentner! Was soll ich machen? Unser Kind ist weg, das macht uns Sorgen, das heißt, dass dieses Wesen hier aufgetaucht ist. Könntest du es bitte suchen? Okay. Danke. Mission, finde das Kind. Heißt Yu. Okay, werde ich vermutlich. Ich kann mir schon vorstellen, wir waren von, ja, schon an einer Stelle, wo es hieß, nee, hier ist irgendwas, hier kannst du nicht weiter. Und da stand auch ein Junge. Warte, wenn das eine Sidequest ist, kann sein, dass ich meine Zeit verschwende, aber wir sehen uns gleich wieder. Leute, ich glaube, ich habe da was Dickes durchschaut. Der Junge, der da oben stand, ist weg. Der genau hier stand. Und jetzt kann ich hier lang. Bitte, ich wollte nur dein Freund sein. Warum verstehst du es nicht? Bitte lass mich dein Freund werden. Bitte, Trainer, ich will irgendwo um meine Family zu beschützen, wie sie ist. Hä? Was passiert jetzt? Was muss ich machen? Arg. Okay, Kampf. Ich bin mir sehr sicher, dass ich hier den richtigen gefunden habe. Seht ihr? Ich bin nämlich doch nicht so blöde, wie ihr vielleicht denkt. Ich hätte mir jetzt auch gut vorstellen können, dass es nichts bringt, hier zurückzugehen, aber letztendlich. Was machst du, Nidorino? Was geschieht da mit ihm? Bitte nicht! Endlich bin ich in einer friedlichen Zeit gelandet. Weißt du, wo warst du denn? Du kannst ihn verstehen. Du nicht. Ich war 3 Tage in der Zukunft. Dort ist der Weltuntergang. Da ist die Welt untergegangen. Niemand war da. Hier ist ein heiliger Ort. Hier bewachen immer ein paar Pokémon meinen Schrein. Darum wolltest du nicht, dass wir näher kommen. Aber verstehst du, wir wollten dich eigentlich fragen, ob du seine Familie beschützen kannst. Ich glaube, jetzt verstehst du es, ne? Dachte ich mir schon. Mach dir keine Sorgen. Ich hab neues Beschützer-Pokémon. Danke. Ich will dich um was bitten. Was denn? Kannst doch durch die Zeit reisen. Könntest du mich daran hindern, Steve zu töten oder so ähnlich? Was? Ich erzähle dir die ganze Geschichte. Ich glaube, das ist eine der Sachen, wo sogar Zeitreise nicht hilft. Wenn du in die Vergangenheit reist, würdest du nichts von dem, was du erlebt hast. Außerdem bin ich zu schwach für eine Zeitreise, ne? Verstehe, trotzdem habe ich vielen da. Trotzdem vielen Dank. Lass uns nach Hause gehen, Mr. Trainer. Okay. Danke, dass du unser Kind zurückgebracht hast und ein Beschützer-Pokémon für unser Haus gefunden hast. Um ehrlich zu sein, ihr Enkel hat das Pokémon gefunden. Trotzdem kriegst du eine Belohnung. Jo, was? Ich glaube. Es ist wirklich sinnvoll, dass ich mir jetzt noch ein kleines Team zusammenbaue, damit ich einfach noch was hab, außer Windkuren. Ich glaube, ich habe hier wirklich eine Quest gefunden, mit der ich mir das Ganze hier ein bisschen leichter machen kann. Ich werde euch einen Cut setzen und sobald ich ein Team habe, schalte ich euch dazu. Ja, die Mission ist abgeblasen. Denn es gibt anscheinend keine wilden Pokémon hier. Vielleicht kann ich die Hyperbälle später noch brauchen, aber ihr seht ja, hier spawnt gar nichts. Und dementsprechend kann ich meine Hyperbälle auch nicht nutzen, um ein Team zu bauen. Das Einzige, was ich noch gucken will, bevor wir in die Arena gehen. Hier drüben war ja auch noch irgendwas. Ja gut. Hier geht's nicht weiter.
Nee, dann kann ich die Hyperbelle vielleicht später benutzen oder das ist halt einfach wirklich eine komplett irrelevante Quest an sich. Aber an sich schadet es ja nicht, sie zu machen, also. So, ab in die Arena jetzt. Will ich auch nicht mehr zurück. Das ist aber nicht die Arena! Und das war die Geschichte, wie ich dich dann hier gefunden habe, Fragezeichen, Man. Schmünter, du bist eigentlich nur im Kreis gelaufen und sonst nix. Und ich bin dann zufälligerweise hier aufgetaucht. Fragezeichen, Man, warum hast du uns alle herbestellt? Es gibt was sehr Wichtiges, das ich euch allen sagen muss. Hier sind halt. Ich glaube, den Remix kenne ich. Oder nicht? Das müsste Kamex sein. Also wie Kamek, der Mario-Gegner, aber mit X statt K am Ende. Wohl das nicht. Das ist. Ist das eine Medley? Ich kenne den! Das ist eine Medley aus mehreren Don't Ever Forget Remixes. Jetzt bin ich gespannt. Fragezeichen Man hat mir schon erzählt, dass es was in dem Spiel gibt, was er mir sagen wollte, aber nicht konnte. In diesem DLC. Vielleicht. Was denn? Löse jetzt alles auf, was mit dem Namen Fragezeichen Man zu tun hat. Also wirklich alles. Discord, YouTube. Was? Warum? Ich will mich einfach nicht mehr hinter einem Fragezeichen verstecken. Mein wahres Ich zeigen, aber das geht nur, wenn ich das hinter mir lasse. Verstehe ich natürlich, aber wenn du es aufgibst, wissen wir nicht, ob wir dich je wiedersehen werden. Ich weiß, mit euch sei es möglich. Alles erlebt zu haben war eine tolle Erfahrung, die ich immer in mir trage, aber ich muss gehen und ich habe keine Möglichkeit dabei, den Kanal und den Namen zu behalten. Ich muss mich in der Zukunft stellen als wahres Ich, nicht nur als Fan. Das heißt also Abschied, oder? Günther, du bist ein toller YouTuber und ein guter Freund, auch wenn deine Art oft sehr eigenartig ist. Aber das ist auch deine Stärke. Du bringst allen damit ein großes Lachen aufs Gesicht. Man merkt es vielleicht. Und zeigt uns allen, nie aufzugeben. Ich habe kurz einen Cut gebraucht, aber der wird auch nicht viel helfen. Jetzt vermissen mit dir zu reden und sowas. Das geht mir genauso. Pixelmatsch, meine Güte, mit dir habe ich den längsten Kontakt von allen YouTubern. Du machst tolle Videos und hast viel Skill. Ich hoffe sehr, dass es dir und Peter gut geht und ihr noch Spaß miteinander haben werdet. Die Zeit, in der wir gemeinsam LP't und uns unterhalten haben, werde ich nie vergessen. Außerdem danke, dass du mir geholfen hast, den schwersten Boss in Kingdom Hearts 2 zu besiegen. Magi, schon als Elfjähriger war ich Fan von deinem Kanal. Ich hätte mir damals nie träumen können, einmal mit dir höchstpersönlich zu reden. Aber nun muss ich weiter. Daher wünsche ich dir, Saiku und Lloyd, dass ihr noch viel Spaß am LP'n habt. Egal was passiert. Bucky, wir können.
Wir kennen uns schon etwas länger, nicht sehr lange. Aber dennoch finde ich toll, dass du fast immer streamst und dass du tust, was dir Spaß macht, während du Videos machst. Taiki, bei dir habe ich nicht viel zu sagen. Du bist auf dem richtigen Weg, um großer YouTuber zu werden. Mach einfach so weiter und hab Spaß an deinen Videos. Baldorfisch, es hat mich gefreut, dich kennenzulernen. Du bist ein toller Kerl. Ich wünsche dir sehr viel Spaß für die Zukunft mit allem. Danke, dass wir gemeinsam was aufnehmen konnten. Ich glaube, man merkt, dass mir es gerade sehr nahe geht. Ultra Pokefins. Ich weiß, ich hatte in letzter Zeit kaum noch Kontakt. Beziehungsweise das Ultras Kanal aufgehört hat zu existieren und jetzt nur noch ein Guide-Kanal existieren. Ultra, du warst ein sehr interessanter YouTuber, der alle Spiele 100% LP't und nicht zurückschaut. Ich hoffe, irgendwann kommst du wieder dorthin zurück. Aber bis dahin wünsche ich dir trotzdem viel Spaß, bei was auch immer du gerade tust. Pokefins, egal was passiert, gib nicht auf zu kommentieren mit deiner Art. Du kannst einen Durchbruch schaffen, ich weiß das. Und vergiss nicht, Spaß zu haben, wenn du Videos machst. Ich habe leider oft das Gefühl, ihr nehmt YouTube viel zu ernst und habt keinen Spaß mehr an euren Videos, wenn ihr sie macht. Deswegen vergesst nicht hin und wieder Spaß an euren Videos zu haben, egal ob 100% oder nicht. Lukas gibt auf, hast du dich benannt, als ich das letzte Mal deinen Kanal gesehen habe? Dennoch scheinst du nicht aufgegeben zu haben. Das finde ich gut, denn so eine Eigenschaft ist immer gut, egal was passiert, nicht aufgeben. Ich werde die kleine YouTuber-Runde, die wir gemeinsam aufgenommen haben, vermissen, aber ich wünsche dir trotzdem viel Spaß, egal was du jetzt tun wirst, sei es YouTube oder was völlig anderes. Shadow King LP, egal welche technischen Probleme du hast, du gibst nicht auf. Auch zum LPen und zusammen spielen, mit dir es zu können, finde ich auch toll. Egal welche Hürde vor dir liegt, du machst weiter, egal was passiert. Vielen Dank, dass du neben Baldur und Bucky immer noch auf meinem Knuddeluft-Server warst, bis zum bitteren Ende. Und auch an alle anderen vielen Dank, die mich bis jetzt als YouTuber unterstützt haben, die immer dabei waren. Ich brauche noch mal kurz. Nun ist an der Zeit, diese Vergangenheit loszulassen und Wiedersehen zu allen zu sagen. Ich werde euch vermissen, doch wir werden uns sicher irgendwann wiedersehen. Ich hoffe es. Fragezeichen, man ist jetzt für immer verschwunden. Danke. Wir haben uns damals versprochen, immer Freunde zu bleiben, egal was passiert. Und das sind wir noch immer, stimmt's? Genau. Und sagen dieses Versprechen, da ist, wird es immer einen Weg zurückgeben. So endet die Reise von Fragezeichen nein durchs Internet, als Mysterium nie wieder gesehen. Aber dennoch ist es nicht das komplette Ende. Es gibt noch eine Liga. Außerdem willst du wissen, was mit Hamza passiert ist, nicht? Aber ich, der Entwickler, verabschiedet sich vorerst von euch. Vielen Dank, dass ihr alle so toll wart. Ihr seid die Besten. Ihr habt mir so viel Freude gemacht. Und in Zukunft sicher auch wieder. Ist das eine Frage? Nächste Folge. Ich brauche jetzt gerade. Und hier sind wir nun. Seit dem Dreh an sich ist einige Zeit vergangen. Ich bin wieder etwas runtergekommen und habe die Dinge besser verarbeitet. Und
Jetzt möchte ich auch noch ein paar Worte sagen. Fragezeichen, Man. Erst einmal das Allerwichtigste. Ich verstehe komplett, warum du dich so entschieden hast, wie du hast. Und ich bin auch vollkommen auf deiner Seite. Es ist wirklich manchmal sehr schwer, wirklich jemand komplett anderes zu sein, als man eigentlich ist. Vor allem im Internet vor so vielen Leuten. Es ist oft nicht wirklich toll. Deswegen verstehe ich genau, warum du das jetzt so handhabst, wie du es tust. Ich möchte dir noch einmal wirklich von Herzen danken für alles, was du vor allem jetzt natürlich bei mir spezifisch für mich getan hast. Mit dir konnte ich immer gut reden, wenn irgendetwas war. Wir haben uns oft auf Discord unterhalten. Auch meinen YouTube-Kanal hast du sehr bereichert. Wir haben viele tolle Videos zusammen aufgenommen. Du hattest Gastauftritte in der Walross-Edition. Wir haben ein tolles Quiz zusammen gemacht. Und natürlich hast du Pokémon Günther, beide Teile, programmiert und mir als einen der wenigen Spieler zum Let's Playen zur Verfügung gestellt. Wirklich ein riesiges Dankeschön dafür, dass du all das getan hast. Ich wünsche dir alles Glück in deinem weiteren Leben. Vielleicht sieht man sich irgendwann wieder. Man weiß nie, wie das Leben verläuft. Vielleicht sehen wir uns nicht wieder, vielleicht schon. Auf jeden Fall wünsche ich dir alles, alles Gute weiterhin und viel Erfolg in deiner Zukunft. Hoffentlich bis irgendwann.